Hallihallo, liebe Nachtschwärmer da draußen und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Trashy Pasta, dem wohl trashigsten Pasten auf ganz YouTube. Oder, wenn das hier ein anderer Channel wäre, würde ich natürlich sagen, I am the Giant. Hallo, ich bin der Stunzo. Lass ich durchgehen. And we are about to enter the puke zone with Trashy Pasta, denn wir alle wissen, Coyote Peterson Master Race. Heute haben wir, wie viel Pasten für euch? Ganze 5 Stück, glaube ich, ne? Mhm, 2, 4, 5. Und zwar haben wir heute natürlich kein bestimmtes Thema, sondern es ist was für jeden dabei quasi. Wir haben zuallererst natürlich eine Poke-Pasta, die im Jahr 2018 komischerweise immer noch existieren. Und zwar Pokémon Süße Freiheiten sieht das Ganze. Da haben wir auch schon ein sehr gruseliges Bild, erinnert mich ein bisschen an Deep Web Mystery Box Unboxing Videos. Dann haben wir als nächstes eine Pasta, die der gute Alfonso im Alleingang vorlesen wird. Ja. Ventilato. Dann eine Pasta, die komischerweise, das hat der Alfonso so festgemacht, ich alleine vorlesen werde. Vielleicht passt es zu meinem Nickname, keine Ahnung. Und zwar Wilder Kerl. Ja, ja, ja. Als nächstes, Kanal 666, der Grund, warum wir heute aufnehmen übrigens, kann ich mal kurz sagen, ich habe heute durch Löschanträge geschaut, oder gestern, und habe dann durch diese Pasta so durchgeschaut, weil Kanal 666, ich habe mir jetzt übrigens mal echte Creepypastas auf YouTube angehört und sind ein paar gute dabei, kann ich euch nur empfehlen, auf YouTube, ich glaube Creepypasta Junior oder so heißt ein Kanal, und da sind echt ein paar gute dabei, muss ich sagen. Und dann habe ich diesen Satz hier gesehen, ich werde mal kurz highlighten, aber logischerweise noch nicht vorlesen und da war mir klar, okay, das muss sein. Und als letztes hat der Alfonso auch nochmal gefunden, in meinem Büro läuft etwas falsch. Kennt man ja. Das ist verrückt. Aber natürlich, bevor wir damit anfangen, beginnen wir natürlich mit der Poke-Pasta. Da sehe ich übrigens schon, fehlt eine bestimmte Kategorie. Mal schauen, ob es sich allerdings verdient hat. Der Seal of Approval quasi von uns. Und ja, dann würde ich sagen, mein lieber Alfonso, bitte walten Sie Ihres Amtes. Pokémon süße Freiheit. Kein Gefühl, keine Schwerkraft, keine Farben. Punkt. Hallo. Oh Gott, ja. Die Pasta wird echt scheiße, wenn sie so anfängt. Mein Name ist Steve und ich bin 11 Jahre alt. Hallo, Steve. Ich bekam zu meinem Geburtstag Pokémon Feuerrot für meinen Gameboy. Für meinen Gameboy. Ich drehte das Spiel um und sah, dass Feuerrot mit Edding draufgeschrieben war. Kennst du das Spiel Ethic Cleansing? Oder Cleansing? Noch nie gehört, aber das ist das werde ich bald auf meinem Channel zocken. Das ist ein Game, das wurde vom Ku Klux Klan aus den USA angefertigt. Und wenn du dir das Game gekauft hast, das ist offiziell, du hast sie offiziell gekauft, haben sie auch nur so eine Disc genommen, die sie selber gebrannt haben und haben auch mit Edding draufgeschrieben, den Namen des Games draufgeschrieben. Persönliche Signatur nennt man sowas. Also wenn ich mal ein Spiel oder so veröffentlichen würde ich es auch so machen. Spart mal Geld. Ja, ich meine, bei Cinemassacre, bei Angry Video Game Nerd haben wir es auch gesehen. Bei Halloween war es genau gleich. Ich dachte mir dabei nichts und steckte es in den Gameboy rein. Alles sah am Anfang normal aus. Ah, das ist creepy. Hat man auch nicht schon 100-mal gehört. Ich konnte nur ein Glumanda wählen. Dann ist es nicht normal. Das Glumanda sah aber anders aus. Auch das ist nicht normal. Schwarz mit roter Flamme und mit einem schwarzen Kern. Wer kennt sie nicht, die Glumandas mit einem weißen Kern? Was für ein schwarzer Kern? Die Augen leere Hüllen und aggressivrot und mit aggressivroter Farbe. Dann sind sie nicht leer. Ja, ich find's sehr charmant, dass er immer die Farben groß geschrieben hat. Rote Flamme, schwarzer Kern. Da hast du einen guten Witz gemacht. Farbe. Charmant, weil im Englischen heißt es Charmander. Hm. Ach, der Alfie, ey. Es ist sicherlich nur ein Glitch, dachte ich mir dabei.
wie es eigentlich jeder macht bei so einer guten Pasta. Und ignorierte es. Ist ja alles normal. Bin ich der Einzige, der bei meinem Pokémon Black Blood denkt? Ich ignoriere es einfach, ist schon ganz normal. Der erste Kampf war stark verändert, es spielte die Lavendertown-Musik. Oh Gott. Und ich kämpfte gegen einen Level 10 Geist. Der Geist von Lavendertown. Hieß die Stadt nicht anders? Lavandia Im Deutschen, ja. oder Es so? hieß im Deutschen auch Glumanda und nicht Charmander. Also irgendwas scheint da nicht ganz koscher zu Schlecht, sein. schlecht übersetzt, Nee, würde ist ich ein Glitch, das sagen. ist ein Glitch. Ist ein Glitch, danke. Aber solange die Musik nicht rückwärts spielt, ist alles gut. 5 Minuten kämpfen und auf einmal wurde der Gameboy schwarz. Da würde ich. Ne, too soon. 10 Sekunden war er schwarz und dann kam Glumandas Ruf, nur tiefer. Ein Bild wurde langsam sichtbar von meinem Glumanda mit tiefen Fleischwunden. Gott, das ist halt ohne Scheiß. Man merkt schon, dass der Typ, keine Ahnung, gefühlte 10 Pokerpasten gelesen hat und das einfach nicht besser wird. Es wurde wieder schwarz. Groß geschrieben, wie der Farben muss, sind ja, Der weiß man schwarz. ja. Es tönte auf einmal ein schmerzhaft, stark verzerrtes, lautes Geräusch aus dem Gameboy. Super, zuerst haben wir den tiefen Glumanda-Ruf und dann haben wir noch ein anderes Geräusch aus dem Gameboy. Ich bin gespannt, als das nächste kommt. Mir wurde schlecht. Ich schmiss den Gameboy weg. Ich liebe jedes Trashy-Pasta-Phänomen haben wir hier. Kurze Sätze sind auch mit dabei. Ziemlich gut. Alter, Auf nee. einmal kam ein starker Luftzug. Der starke. Warte mal, ich muss mal kurz was googeln. Ja, nämlich. Finde ich aber kein guter Zug von der Luft, muss ich sagen. Ach so. Was denn? Also ein starker Luftzug könnte entweder Franz Starker, deutscher Steinbilder und Bremer Politiker der SPD gemeint sein, aber der ist ja schon tot. Creepy. Es kann auch Erwin Starker gemeint sein, das war ein deutscher Maler, aber der ist auch schon tot. Oder Ah. Janosch Starker, ein ungarisch-US-amerikanischer Cellist, Entschuldigung, Cellist. Aber der ist vor 4 Jahren, 5 Jahren schon gestorben, also Ah, ist ziemlich creepy, die ich Pasta bekomme dann. Gleich Angst. kommt ein Bild von all diesen drei Personen, dessen Namen ich mir absolut nicht merken konnte, bis auf stark. Ich versuchte aus dem Zimmer zu fliehen. Aus dem Gameboy Karach Klumanta. Jetzt habe Okay. ich nur noch eine Frage. Wer ist denn dieser Wunden? Nee, Wunden ist ja in dem Fall richtig. Das sind ja die Wunden. Aber mit Wunden. Er kroch mit Wunden raus. Wer ist es Ah, Wunden? okay. Es kroch zu mir. Das Interessante übrigens ist, ich bin ja großer Fan von japanischem Horror. Da hat er sich, glaube ich, inspirieren lassen, einmal von Ringu oder The Ring. Und hat wahrscheinlich außer mir keiner gesehen, aber Hide and Go Kill, was 100% Carbon Copy von The Grudge und The Ring ist allerdings. Nur muss ich sagen, ist eigentlich ziemlich bescheuert, wenn man das mit einem Glumanda, das mit Wunden aus dem Gameboy rauskriegt, in Relation setzt. Ich war wie eine Art bezeugt. Wie eine was Pflanzenart. Wie eine Art. Super Wortwahl hier. Ein Toast darauf. Langsam sagte es zu mir, du hättest ihn besiegen können, wenn du mich geheilt hättest. Du bist ein schlechter Spieler. Aber nein, du hast es ja nicht gemacht. Der hat vorher Madden wahrscheinlich gezockt, weißt du? Da kam das hat, 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 hat. Finde ich aber gut, dass der Kollege so fließend Pokémon spricht, weil theoretisch hat das Glumanda ja eigentlich nur gesagt: Glumanda, 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 Glumanda. Was ein bisschen was vom Mumble Rap auch hat. Es tut mir leid, Glumanda. Remix, sagte ich. Ich musste
Von den Geistern die höllischen Schmerzen ertragen, die du von mir zu spüren bekommst. Zu spüren zusammengeschrieben übrigens. Was? Ich musste von den Geistern die höllischen Schmerzen ertragen, die du von mir zu spüren bekommst, hä? Ich verstehe den Sinn nicht. Ich finde aber, dass er die höllischen Schmerzen geschrieben hat und nicht nur einfach höllische Schmerzen. Er zog mich in den Gameboy Ich schrie laut, denn die Öffnung war sehr eng. That's what she said. Ein Lichtzeichen. Ich wurde ohnmächtig. Ich schrie laut. In einer anderen Dimension. Das erinnert mich irgendwie an die guten alten. Was war's? Was? Ja doch, Digimon, ne? Da kam ja immer ein Teil von der Episode und dann kam ein edgy Titel und dann ging es weiter mit der Episode. Als ich wieder aufwachte, war ich, nicht nur wie eine Art betäubt, sondern da war er auf jeden Fall betäubt Oh. und konnte mich nicht bewegen und nichts fühlen. Das hat so an sich, wenn du betäubt bist, richtig. Ich sah nur, wie sie mir tief in das Fleisch krallen. Wer ist sie? Und wie krallt man Fleisch? Oder ins Fleisch? Mit so Krallen rein, ne? So, Natürlich, wim. Sie haben mir alles gebrochen. Versprochen ist versprochen. Überall war Blut. Überall. Wer auch immer all ist. Über El Bandi. Mir wurde wieder schwarz vor Augen. Wieso wieder? Das ist zum ersten Mal jetzt. Der Gameboy war nur vorher schwarz. Also, warum ist es hier klein geschrieben? Ich wachte bei Glumanda wieder auf. Glumanda vor allem. Er sagte zu mir, Glumanda, Glumanda, Glumanda. Übersetzt mit, jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Seitdem bin ich im Gameboy gefangen. Jeden Tag erleide ich die Qualen wie es. Der Film S, der ist ziemlich gut übrigens. Es schmerzt stark, ich sterbe langsam. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Nach dem Tod. Endlich. Ich bin gestorben. Jetzt habe ich meine Ruhe. Ich, oh nein, da ist das Glumanda, es greift an. Nein. Glumanda, ich lasse dich nicht in Ruhe. Hehehe. 16 Kommentare, keine Ahnung wie. Moment, das ist das am gruseligsten ist, dass die fucking Pasta seit 2014 hier im deutschen Creepypasta-Wiki umhergeistert. Warum? Okay, erster Kommentar, warum steht da nichts? Wo? Stand anscheinend dasselbe drin wie in HTTP, kann am Löschen, denke ich. So Die leider. Pasta, die verlinkt wurde, wurde schon gelöscht. So leider ist uns erst jetzt aufgefallen, dass es jemand lustig fand, Pastas zu korrumpieren. Aber jetzt Korrumpieren. gibt es die Pasta irgendwie zweimal. Lollo. Find sie irgendwie zu kurz und ein bisschen scheiße. Langweilig und sieht aus, als ob sie ein 10-jähriges Kiddie geschrieben hätte. War eigentlich für hltv.com gedacht. Ist bestimmt so. Glaube ich auch. Die dümmste Pasta ever. The fuck? Alter, ist das dämlich. Ja gut. Die Kommentare sind ziemlich gleich. Deswegen würde ich vorschlagen, wir steigen jetzt um zur besseren Pasta, nämlich dem Ventilator. Der Typ mit dem The Shining Avatar versteht übrigens nichts anscheinend. Okay, genau, Ventilator. Und da kann ich mich in dem Fall zurücklehnen, weil das ist Alfonso-Time. Deswegen werde ich mich kurz muten. Also, liebe Freunde. Viel Spaß mit The Alfonso Experience. Ein Moment übrigens, in der letzten Pasta hat auf jeden Fall, ja, schockierendes Ende gefehlt. So. Schockierendes Ende ist hier zum Glück dabei. Dann übernehme ich gleich mal Okay. Ventilator. The stage is yours. An einem heißen Sommertag legte ich mich wie gewohnt schlafen. Naja, falls gewohnt bedeutet, noch ein wenig angetrunken von einer Party schlafen zu gehen. Ja, daher schlief ich relativ schnell ein. Jedoch wurde ich mitten in der Nacht von einem sanften Windstoß geweckt. Hier. Der hat aber einen leichten Schlaf, wenn er von einem sanften Windstoß geweckt wird. Sanfte Gewalt.
Musste an meinem Ventilator liegen. Habe bestimmt vergessen, ihn auszumachen. Hui. Jedoch fühlte er sich dieses Mal komisch an, so linear. Was immer das bedeuten soll. Gerade mal so groß wie eine Hand fühlte sich der Bereich an, der vom Wind getroffen wurde. Und so unregelmäßig. Egal, ich legte mich wieder schlafen, aber Moment, steht mein Ventilator nicht ausgestöpselt am anderen Ende des Raumes? Dün, dün, dün. Nein. So linear. Gut, die war vielversprechend. Der Autor ist der nächste Stephen King. Das muss man tatsächlich mal ausprobieren, übrigens. Wenn ihr irgendwie in der Bar seid oder so, und ihr versucht, ein Mädel anzusprechen, dann, naja, berührt sie aus Versehen und dann, ah, sorry, das sah so wunderbar. Moment, das sah so wunderbar. Linear. Aus. Oh mein Gott, okay. Der hat auf jeden Fall nicht enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe mit mehr gerechnet tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlecht wäre. Und die Kommentare, die will ich mir nicht antun. Wir haben übrigens hier, die Pasten haben bisher ein Thema gemeinsam und zwar Windstöße zumindest. Schauen wir mal, ob wir die bei Wilder Kerl in dem Fall auch haben. War das nicht irgendwie so eine Fußball-Dings? Scheiße. Ja, ich hab's. Nee. Ich mag das nicht. Mir Schein, geht's ich mag's genauso. nicht. Ich hasse Fußball. Wunderbar, dass ich das allein machen darf. Aber okay. Liebe Freunde. Wir stehen das jetzt natürlich alle gemeinsam durch. Wir kommen zur Pasta Wilder Kerl, bei dem der Alfonso sich geweigert hat, das mit vorzulesen. Also bin ich mal gespannt. Das heißt, er weiß schon, was hier los ist. Alles ist gut. Ach so, stimmt. Die hatten ja diese komischen Prinzipien, glaube ich. Das ist das Einzige, was ich weiß. Oh ja. Ich fühle mich so gut. So befreit. Meine Gitarre. Langsam wandere ich durch den Wald. Slenderman. Es ist Nacht. Der Mond scheint hell und leise höre ich einen Uhu in der Ferne rufen. Ich rieche ihn sogar. Uhu. So ein schöner Abend, Punkt, Ausrufezeichen. Solange du wild bist. Ich bin einfach so ein Gott. Die erste Party überstanden, jetzt geht's zur zweiten. Was hat das erste mit dem anderen zu tun? Der erste war einfach so langweilig, aber was habe ich auch erwartet bei diesem Gastgeber? Icky Igel war schon immer ein Mauerblümchen. Dass nichts werden kann, war ja von vornherein, von vorneherein klar. Icky Igel, ey. Sei wild. Jetzt geht's zu meinem besten Kumpel White B. Rabbit. Das ist racist. Ja, er hat sich nach dem Rapper benannt. Irgendwie witzig. Was? Okay, ich kenne Rapper aus den 80ern und 90ern und Early 2000s. Es gibt meiner Meinung nach keinen Rapper, der White B. Rabbit heißt. Und wenn, dann ist es ein Nazi. Er hasst eigentlich Rap-Musik. Aber den Namen findet er cool und er passt auch irgendwie zu ihm. Ich verstehe überhaupt nicht, worum es hier gerade geht. Gefährlich und. Ja? Ich muss einhaken, White B. Rabbit ist Eminem in dem Film 8 Mile aus dem Jahr 2002, habe ich gerade erfahren. Hier ist da drin White B. Rabbit? Anscheinend. Okay. Pff, ist schon lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ungefähr, wenn er 2002 rauskam, ein halbes Jahrzehnt. Gefährlich und wild. Schnell schiebe ich mir einen Pilz in den Mund. Mario Pasta. Halt, halt, keine Angst, keine Droge. Ja, du Vollidiot. Ein ganz normaler, essbarer Pilz. Nennt sich Toad. Ist seit langem mein Lieblingssnack für zwischendurch. Mir schmeckt's halt. Wie das bei jedem so der Fall ist. Ich nehme auch immer eine Dose Champignons und kipp die mir in den Rachen. Ich bin zwar ein bisschen verrückt, aber nicht so krass drauf auf diesem Pilz, ne?
Aber dieses Mini abgespaced, ich glaube, das ist nicht mal, das ist richtig geschrieben, sein, gefällt den Damen. Vielleicht gefällt es auch Mühle, wer weiß. Verbunden mit meinem schönen Pelzmantel ist das einfach ein Frauenmagnet. Sie kommen alle, wenn ich sie rufe. Worum geht's hier? Eins. So, jetzt noch schnell über die Straße, denn dann bin ich schon bei B-Rabbit. Zwei. Langsam tut mir die Pasta auch weh, muss ich sagen. Als ich in der Mitte der Straße stehe, sehe ich zwei Scheinwerfer auftauchen, die mir in die Fresse leuchten. Warum auf einmal so diskret? Wie eine Art paralysiert, bleibe ich stehen, schaue der näher kommenden Gefahr entgegen, starr vor Shrek, der aus dem Film, kann ich mich nicht bewegen. Drei. Wird das hier diese von oben, Eckstein, alles muss versteckt sein, oder kommt das gleich enormine irgendwie aus dem Scheinwerferlicht? Mein Atem wird schneller, ich höre ein lautes Hupen, aber das Fahrzeug wird nicht langsamer. Scheiße, was ist los mit mir? Warum laufe ich nicht weg? Das Hupen wird immer lauter, ich sehe das panikverzerrte Gesicht des Fahrers, ereilt mich das gleiche Schicksal wie meinem Bruder. Raaah! Mit einem ekligen Geräusch erfasst mich das Auto an der Seite und brach ihm wahrscheinlich direkt die ganze Seite. Ich werde einige Meter weit geschleudert und dann schlage dann auf dem Boden auf. Sofort schlägt mir der Schmerz mit eiserner Faust ins Gesicht. Fist of the North Star. Mein Mund fühlt sich... Faust. Richtig? Füllt sich mit Blut und ich kann meine Beine nicht spüren. I have fallen and I can't get up. Ich möchte aufstehen, aber mein Körper gehorcht mir nicht. Das Meme, das ich gerade eben gesagt habe. Das Atmen fällt mir so unglaublich schwer. Ich höre die Autotüre zuschlagen. Das Arschloch ist stehen geblieben, aber die Frisur hält. Bitte, bitte hilf mir. Ich möchte was sagen, aber kein Laut kommt aus meinem Mund. Plötzlich steht ein großer Mann, wenn das eine Slender-Pasta wird, dann werde ich ein bisschen sauer, Mann vor mir. Er sieht mich mit mitleidigen Augen an und schüttelt den Kopf. Sorry, Großer, sagt er und zückt sein Handy. Das war Kenny von Walking Dead. Er telefoniert kurz, dann geht er zu seinem Auto zurück. Was macht er? Lässt er mich einfach liegen? Langsam schließen sich meine Augen. Der Schmerz übermannt mich. Die Atmung wird langsamer, aber es ist okay. Ich habe Frieden geschlossen. Mit wem? Oder mit was? In meinen letzten Zügen fällt mir ein Witz ein, den mir B-Rabbit nach dem Tod meines Bruders erzählt hat. Damals fand ich ihn einfach nur geschmacklos, aber jetzt muss ich grinsen. Alles ist gut, solange du wild bist, außer bei einem Wildunfall, da ist es scheiße, wenn du wild bist. Wie fandest du die auf einer Skala von 1 bis 2? Ich gebe dem Spoiler-Alert, kurz vor 5 Sekunden weghören, ich gebe das Kenny erschießt Duck von 10. Oh Gott, 21 Kommentare und ich guck mal, wahrscheinlich ist es auch wieder seit 2004 hier online, ne? Sahen, oder auch nicht? Oh, von März? Die ist von diesem Jahr und hat komischerweise 21 Kommentare bekommen. Ich will sie nicht durchlesen, ganz ehrlich, die hat mir wehgetan. Ich will sie vergessen, scheint. Das meiste übrigens, die meisten Kommentare kommen ja von Marconiac. Oh, den kennen wir, der. Grüße an dich. Marconiac hat diese Pasta verfasst. Hat er die einfach nur wegen diesem grauenhaft schlechten Witz hier hochgeladen? Weil normalerweise bin ich Höheres von ihm gewohnt. Ich mag den nicht mehr. Was ist eigentlich mit der, wie hießen die? Die Dark... Black Rose 16 oder sowas? Dark, ja, Black Rose 69. Ja, das war nett. Bevor wir dazu kommen, jeder macht mal einen Ausrutscher, jeder rutscht mal auf einer Bananenschale aus. Wir haben es bei der neuen Royal Beef Staffel auf jeden Fall zu häufig gesehen. Kann passieren, Marconiac. Kriegst trotzdem eine Rose. Als nächstes haben wir Kanal 666.
Eine Pasta, die übrigens auf einem YouTube-Channel sogar basiert. Ich glaube übrigens, ich habe mir neulich, wie gesagt, ein paar Videos angeschaut. Ich glaube, derselbe, der mir diese Pasta, oder diese Pasta sich ausgedacht hat, ist derselbe, der sich auch die ganze Story mit The Grifter übrigens ausgedacht hat. Für diejenigen, die es nicht kennen sollten, auf jeden Fall mal nachchecken. Das kann ich mal super Was empfehlen. ist The Grifter? The Drifter, den einen Film da. Nee, das ist Tokyo Drift. Bei Wilder Kerl übrigens, mal kurz schauen. Ja, schockierendes Ende fehlt hier auf jeden Fall. Weil eine endlos lange Pointe aufbauen und dann so einen schlechten Witz loszulassen, ist auf jeden Fall geschmacklos und ich fühle mich unsittlich berührt. Kanal 666. Ja, der Witz war super. würde sagen, Alfonso, deine Bühne für den ersten Satz zumindest. Ich bin kein aufregender Mensch. Ich bin das Modell Mensch, das ihr als 0815 bezeichnen würdet. Ich arbeite als Lehrer für russische Geschichte an einer Universität in Brandenburg. Nicht wirklich besonderes. Gute Lehrer, gute Schüler, aber mehr durchschnittlich. Bis auf, dass ständig die Kaffeemaschine in der Cafeteria kaputt geht. Das war ja italienisch. Die Anzahl der Erlebnisse, die sich außerhalb meiner ordinären Erfahrungen abspielen, ist auf ein Minimum beschränkt. Nun mögt Nun, ihr euch sicher fragen, was zum Teufel macht der denn hier? lass mich doch mal erzählen. Sukkabliert. Es begann alles vor einer Woche, letzten Dienstag, um genau zu sein. Du prosto Kosmos. Es war bereits spät. So um 23:30 Uhr. War leicht geschätzt. Ich hatte noch ein bisschen fern gesehen, bevor ich beschloss, dass es mich für diesen Tag genug manipuliert hatte. Fake News all around. Das war wieder Somit irisch. schaltete ich mein relativ neues 4K Ultra HD Mega Giga Gedöns Flaschbildschirm TV-Gerät aus. Legte mich auf die Couch, nur um auch schon ein wenig später in den wohltuenden Schleier des Schlafes zu versinken. Wieso drückt das sich so aus? Also zuerst 4K Ultra HD Mega Giga und dann das Schleier, das Schleier. Er gibt sich ein bisschen zu viel Mühe, vor allem mit meiner ordinären, Erf die sich außerhalb meiner ordinären Erfahrung abspielen. Mein Gott, ey, diese Russen heutzutage. Es muss so ungefähr um 3 Uhr am Morgen gewesen sein, als mich etwas abrupt aus meinem wundervollen Traum von. Nein, ich weigere mich. Riss. Von Heidi Klum Riss Heidi natürlich. Klumpfuß, Da ich nicht gerade der leiseste Schläfer bin, eher das genaue Gegenteil, hatte es genau so mein lautes sägender Atem sein können. Lautes sägender Atem sein können, das mir mein wundervolles Schlagergebnis Erlebnis Schra Schlag Erlebnis Ja gut, Sch F und G Schlaf ist relativ dicht raubte. beieinander. Wäre der Fernseher nicht angeschaltet gewesen. Das allein kam mir schon sehr komisch vor, da ich mir sicher war, dass ich meine Fernbedienung auf den Schrank gelegt hatte, auch auf, so Entschuldigung, auf dem auch der Fernseher stand und um es mild und überhaupt nicht übertrieben auszudrücken, die Entfernung von meiner Couch zu diesem Schrank ist größer als das Level der Inkompetenz der AfD. Ich sage ihr, überhaupt nicht übertrieben. Okay, und da war mir klar, Trollpasta. Somit war es unmöglich, aus Versehen für sie zu wählen. Ne, ich meine, bei einer Umdrehung im Schlaf. Ich hab gespuckt. Die Fernbedienung, die sich zudem nicht einen Zentimeter bewegt hatte, genau wie das Wahlprogramm der AfD, in irgendeiner Weise zu berühren. Auch nicht unsittlich. Das Zweite, was mich beunruhigte, war, What is it good for? was mich beunruhigte, war,
dass ich mich noch gut an meinen, an einen wutbrannten Frauentauschkandidaten Ach, mein erinnern Gott. konnte, der mich auf der Kanalnummer 21 anschrie. Dass er jetzt würde, reden würde und Obst im Haus habe, bevor ich den TV ausstelle. Was? Es ist Obst im Haus. Keine Ahnung. Was nun lief, ließ mir deinen kalten Schauer über den Rücken laufen. Statisches Rauschen, nichts weiter. Ich schaute auf die Kanalnummer und erschrak abermals. Nummer 666. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Es war 3 Doch, Uhr am oh Morgen nein. und ich konnte Nein. nicht klar denken. Nein. Als nächstes kommt ein Fidget Spinner, den er noch 24 Stunden dreht. Und was macht der Mensch, wenn er sich etwas nicht erklären kann? Ja, er fängt mit dem Fidget Spinner um 3 Uhr an. Er findet Ausreden. Oder Ausländer. So ist das schon seit Anfang der Menschheit. Und so dachte ich und dann fiel es mir auf. Mein Hund schlief nur Zentimeter neben der AfD, dem Schrank. Dann fiel es mir auf mit V. Und dann wurde es mir klar. Bestimmt ist der Hund mit der Pfote auf der Programmwechseltaste eingeschlafen sein. Welche zuerst den Fernseher angeschaltet und dann bis zur Nummer 666 geschaltet hatte. Diese Theorie beruhigte mich ungemein, wobei ich ganz den Fakt ignorierte, dass meine Programmnummern bei der Nummer 100 aufhörten, welche eine 24-Stunden-Kochshow zeigte. Was auch creepy ist, aber man kann sagen, es fiel ihm, oder es fällt, fiel ihm bestimmt auch auf, wenn ihm jemand auf den Fersen saß. Dann war das zweite Mal, dass anstatt, dass eigentlich ein F da sein sollte, aber es mit einem V gekontert wurde. Das ist ja herrlich. Erleichtert von dieser Kenntnis, das ist adelig, und mit einem dummer Köter, wollte, Kot und Köter, wollte ich mich gerade wieder hinlegen, als das Telefon klingelte. Ach, kommt da auch 666? In 7 Tagen isst du Kot. Ich hatte sowieso schon das Limit an geistigem Terror erreicht, das ich ertragen konnte, doch als ich sah, was auf dem Bildschirm stand, hatte ich plötzlich das Gefühl, beobachtet zu werden und gleichzeitig in einem Kühlraum eingeschlossen zu sein, deren dunkle, weit entfernte Wände langsam näher zu kommen schienen. Mach mal einen Punkt, sprichwörtlich. Auf dem Display stand 4444, einen Moment, das war schon der Quatsch. Unbekannte Nummer. Halb so wild, sagte ich, Solange du wild bleibst. wieder zu mir selbst. Bestimmt nur einer deiner Freunde. Doch ein Großteil, ich hatte keine, von mir wollte das nicht glauben, größten, größtenteils weil ich keine Freunde. Nailed it! Fatality! Du bist dran. Also, ich musste mit mir kämpfen, um schlussendlich nach dem vierten Klingel den Hörer Da haben abzunehmen. wir es. Oder Vier auf Japanisch. Shi für tot. Da haben wir das nächste Klischee. Ich habe schon Rauchen gelesen. Budi raucht. Rauschen. Dasselbe Rauschen, das der Fernseher hinter mir gab. ich hatte genug. In einem Anfall von Angst warf ich den Hörer regelrecht auf die Ladestation. Von wann ist denn bitte schön diese Pasta? Schaltete den Fernseher aus und kauerte mich auf dem Sofa zusammen. In dieser Nacht tat ich kein Auge mehr zu. Das ist Man tut Tatsache. nicht Tut verwenden. Tuten tut nur das Auto. Am nächsten Tag schlief ich in meiner Vorlesung fast selber ein. Ich machte mir Gedanken, sagte mir, dass es doch nicht sein konnte, aber dass es nicht sein konnte, dass ich jetzt schon die Aufgaben meiner Schüler übernahm. Ja, sogar ein bisschen lustig, muss ich sagen. Hier muss ich auch sagen, auf jeden Fall Parallelen hier auch wieder zu Ringu, also The Ring. In extrem scheiße allerdings nur. Abends sank ich erschöpft auf meine Couch und beschloss, vor dem Schlafengehen nochmal nach der Nummer 666 zu suchen. Nichts, Nur die nur die Nummer Nummern. ein.
Na, 1 bis 100. Ich war verwirrt, jedoch abermals zu müde, um darüber nachzudenken. Zu ermutigen. Ich entfernte die Batterien auf der Fernbedienung und ging ins Bett. Batterien auf der Fernbedienung? Auf? Das haben die da zu suchen. Ich hoffte einfach, es war alles nur ein Traum. Leider war es das nicht. Oh, wie lang ist denn diese Paste noch? Erneut wurde ich vom Rauchen, vom Rauschen des Fernsehers geweckt. Aber wie konnte das sein? Ich hatte die Batterien auf der Fernbedienung entfernt, verdammt nochmal. Wurde ich langsam verrückt? Ich habe übrigens gerade was mit Wald gelesen. Wahrscheinlich ist es eine Slender-Pasta. Im Jahre 2018. Ich beließ es bei einem extrem unguten Gefühl, das genau, oh, wieder AfD-Vergleich, das genauso gut von meiner Müdigkeit hätte kommen können. Na, schade. Doch bevor ich wieder einschlief, fiel mir noch etwas auf. Ellipsis. Aus meinem Äußere. Fenster konnte ich direkt in meinen Garten sehen und ich hätte schwören können, dass dort am Rande des Waldes, der an meinen Garten grenzt, Dankeschön, dass du das nochmal explizit erwähnst, nur etwas hervorgehoben, Alter, zwischen zwei Bäumen eine schemenhafte Gestalt stand. Ich dachte, ich schon auch, was, ich schon auch dies auf meinen Schlafmangel ab. Schob wahrscheinlich. Ja, N Nein, und B sind schon. relativ dicht beieinander. Ich döste auch nicht viel später ein, da ist sogar das V richtig gesetzt, diesmal zur Abwechslung. Immer noch ziemlich verstört, wieder das V richtig gesetzt, doch mal wieder einfach zu müde und bereits im Halbschlaf vermeinte ich fern. Was? Achso, mein Telefon klingeln zu hören. Er hat einen extrem komischen Schreibstil mit den ganzen Kommas, Kommata, meine ich. Liest du mal weiter, ich bin in der Zeile verrückt. Ah, Das ist ja verrückt. Jede Nacht wiederholt sich diese Prozedur und ich kann es schon längst nicht mehr auf Schlafmangel abschieben. jede Nacht geht der Fernseher auf die Nummer 666. Ah, statisches Rauschen. Das Telefon klingelt. Eine süße junge Dame möchte mit mir reden. Heiße Singles in meiner Nähe. Unbekannter Anrufer, statisches Rauschen und schließlich die schemenhafte Gestalt in meinem Garten. Die Wände sondern grünen Schleim ab. Und ja, nicht am Waldrand. Nicht mehr. Oh, das haben wir ja auch schon noch nie gelesen, sowas. Jede Nacht kommt sie ein Stück näher. Inzwischen kann ich Details erkennen. Arme, die bis zum Boden hängen. Große rote Augen, zu viel geraucht, die mich erbarmungslos anstarren und ein großer, weit geöffneter Mund, der sich über beide Wangen zu strecken schien. Also nicht mehr anscheinend. Mit Zu Zehen. erstrecken schien, heißt es eigentlich. Jetzt hat die Passe das bei mir. Jetzt ist sie bei mir unten durch. So spitz wie Nachbars Lumpi. Nägel. Ich bin schlaflos. Natürlich, wer Ach Gott. könnte bei sowas auch noch schlafen? Panda Chase lässt grüßen so langsam, ey. Ey, Reden kann ich. Panda Cheese, hör auf damit, ey. Reden kann ich darüber natürlich, ich bin übrigens vegan, mit keinem, da mir das sowieso keiner glaubt. Und ich keine Freunde habe. Ja, eben. Ich weiß nicht wieso. Ich habe nie an das Paranormale geglaubt. Ey, Und Maus. trotzdem habe ich langsam die Angst, ich müsste sterben. Warum? Weil es in meinem Haus ist. Gestern wollte ich gerade Kaffee machen. An Schlaf ist natürlich nicht zu denken, ne, nicht mehr. Als ich aus dem Fenster sah, ne, versteht man? Ich erschrak. Ja, die Kreatur stand direkt vor meinem Wohnzimmerfenster. Also jetzt habe Ich ich hatte auch genug. genug. Nur wusste ich nicht, wohin. Wohin genug, oder was? Kann ich bitte in Richtung genug? Genua meinte, war vielleicht gemeint, vielleicht hat er sich verschrieben. Wie bereits gesagt, habe ich keine Freunde und meine Familie lebt im Ausland. Also Ja. arbeitete ich heute Abend so lange wie möglich und fuhr so viele Umwege wie möglich nach Hause, wo
der Giant langsam sauer wird, ich sofort nach oben ins Gästezimmer stürmte, die Tür verschloss und mich unter die Decke verzog. Und dann war Stille. Dann ein Rausen. Ein graues Flackern unter der Tür. Aus den Wänden läuft grüner Schleim. Ich habe mir das Tor offen gelassen. Ein klingelndes Telefon. Ach, hier herrscht so Damm et Gemora. Was ist das? Ein Monster in meinem Garten. Jemand hat das Tor offen gelassen. Es war vorbei, dachte ich. Alle Ereignisse waren vorbei. Nachdem das Telefon klingelt, oder was? Oder während? Ich hatte die Nacht überstanden. Five Nights at Freddy's, oder? Eine Welle von Erleichterung, ne? Überstürmte mich nicht. Eine Welle aus, sondern von, ne? Das ist die Welle der Erleichterung. Das ist eine schlechte Pasta. Jedenfalls nur kurz. Ich habe jetzt mal geschaut bei Google Maps. Ja, nach genug. Erleichterung nicht gefunden in Google Maps. Also offenbar gibt es den Ort gar nicht. Die Welle. Ja gut, eine neue Nachricht von unbekannter Nummer. Und ein Piepen entfleuchten dem Telefon. Wegen von Erleichterung jetzt, habe ich verstanden. Gefolgt von einem markerschütternden Schrei. Der klang als Stimme aus Paris, von tausenden Lebewesen gleichzeitig und verzerrt durch den Hörer durch das ganze Haushalte. Irgendwie klang der Satz ziemlich scheiße. Das war still. Dann war es still. Wieder still. Still D.R.E. Verstört lag ich da, unfähig zu denken, geschweige denn irgendwas zu tun. Und so tat ich auch nichts. Als ich hörte, das in tat meinem... ich. Und so tat ich auch nichts, als ich hörte, dass in meinem Wohnzimmer Glas splitterte. Dieses in meinem Wohnzimmer Glas splitterte, macht Sinn. Als ich hörte, dass jemand, ne, langsam unter mir durch das Wohnzimmer ging. Und das Wohnzimmer als ich ging. Das wird spannend. Giant, beruhig dich. Ah, tune up. Entschuldigung. Und als ich den markerschütternden Schrei hörte, diesmal nicht verzerrt und viel lauter. Also da gehört normalerweise jetzt ein Komma hin. Erst als ich, Ellipsis, dieses Ding langsam die Treppe hochgehen hörte, aktivierte sich mein Hören wieder. Ich blieb mucksmäuschen still. Din, 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 din. Die Kreatur kam langsam näher an meine Tür. Ich hörte, wie ihre Hände bei jedem Schritt über den Boden schleiften. Sie kam vor meiner Tür zum Stehen. Ich konnte ihren Schatten unter der Tür sehen. Das war doch fast ein Rhyme, nicht schlecht. Ich lauschte verstört wie seine Hand. Ich lauschte verstört? Wie lauscht man denn verstört? Ja. Just teach a thing. Da musst du mal irgendwo in eine Schule gehen und den Leistungskurs Lauschen wählen. Und nach dem irritiert Lauschen kommt dann das verstört Lauschen. Du lauschst, als wärst du verstört. Ich lauschte verstört, wie seine Hand langsam über meine Tür strich. Bis die Kreatur begann, an dem Türknauf zu ruckeln. Oh, hör auf, ich habe langsam Angst. Und jetzt sitze ich hier in meinem Zimmer und schreibe diese Warnung. What the fuck is this? 5 in the morning, crack of dawning and I'm yawning. Für mich ist es zu spät, für euch noch nicht. Ich höre, wie der Türknauf schwächer wird. Er wird bald nachgeben. Hast du da Kastagnetten oder was? Hiermit spreche ich eine Warnung aus. Alle. An alle, die das lesen. Wenn ihr nachts aufwacht und der Fernseher steht auf Nummer 666, wartet nicht auf das Telefon. Packt eure Sachen und zieht um.
Gut. Ihr Die wartet nicht auf Kommentare. das Telefon. Die Kommentare lese ich nicht vor. Das machst du, lieber Child. Ich finde den Satz, wartet nicht auf das Telefon, super. Ja, das ist halt. Manche warten dann noch, bis das Telefon klingelt, damit sie halt nicht das Falsche jetzt machen. Ach so. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Ah, das Gute ist allerdings, zwischendurch habe ich habe ja vor kurzem S geschaut von 1990, was Großartiges übrigens. Hat mich wieder an die Szene erinnert mit Tim Curry in der Bücherei als S. I'm sorry, do you have Prince Albert in a can? Well, you better let the poor guy out then. Aha, aha. Super. Bill Murray hat da mitgespielt. Tim Curry. Nee, Bill Murray ist viel süßer. Puh, wo soll ich bloß anfangen? Ja. Mal abgesehen davon, dass. War das richtig? Das? Ja, Ja. abgesehen das. Die Ja, verwirrendste richtig. Geschichte ist, die ich jemals gelesen habe, weiß ich überhaupt nicht, was du mit dem Ganzen hier aussagen willst. Als erstes geht es darum, dass der Fernseher in der Nacht. Ich sag ja, das ist eine Mischung aus Ring, aus Ringo, aus und aus Ju on the Grudge, logischerweise. Ringo mit dem Fernseher, Ju on mit dem Telefon und hier, der Rest war von Ventilator abgeschaut wahrscheinlich. dass der Fernseher in der Nacht seltsame Geräusche und Bilder von sich gibt. Im zweiten Teil kommt auf einmal eine Kreatur dazu, die den Protagonisten umbringen will. Alles reine Standardkost, die man schon unzählige Male hier gesehen hat. Als nächstes möchte ich die Tatsache kritisieren, dass du absolut unnötige Vergleiche mit irgendwelchen Dingen aus dem RL bringst, Real Life. Was zum Beispiel hat irgendein unlustiges Meme in einer Creepypasta zu tun? Was für ein Meme? Ich habe auch kein Meme gesehen. Meme-Mugging, nicht sowas. Meme-Shaming. Meme-Life Matters. Too soon. Auch weiß ich nicht, ob es so klug war, die AfD als inkompetent zu bezeichnen. Ja, ich Na, meine, das weiß ich schon. wo er recht hat. Kommen wir nun zu deiner Rechtschreibung. Ja, da kommen wir zur Rechtschreibung mit der AfD. Grammatik und Zeichensetzung. Ja, jetzt bin ich gespannt mit den Kommatas. Ich weiß nicht, wie ich. So ein Machwerk am besten in Worte fassen soll. Du schreibst sehr oft Wörter groß, die eigentlich gar nicht groß geschrieben werden, zum Beispiel Adjektive, Verben. Auch dein Satzbau allgemein lässt er zu wünschen übrig. Ich zitiere dasselbe Rauschen, das der Fernseher hinter mir gab. Auch Spannung habe ich hier vergebens. Wurde das verstimmt besser? Ich weiß nicht. Auch Spannung habe ich hier vergebens gebucht, gesucht. Ich glaube, es genügt an dieser Stelle, wenn ich sage, dass es sich bei dieser CP um ein einziges großes Klischee handelt. Auch in Sachen Logik hast du noch einiges zu lernen, allerdings. Du springst von einem Handlungsstrang zum nächsten, ohne einen wirklichen Übergang zu finden. Und ich stelle mir eine sehr entscheidende Frage: Wo kommt die Kreatur, die du in deiner Geschichte eher dürftig beschreibst, auf einmal her? Die Antwort würde mich sehr interessieren. Ja, soweit hat er wahrscheinlich nicht gedacht. Der Löschantrag wurde meiner Meinung nach absolut zurechtgesetzt. Leider überwiegen die negativen Punkte mehr als die positiven. LG! Georg, Georgie! They all float down here! dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Stimme dem Löschantrag voll und ganz Ich zu. möchte der Erste sagen übrigens, der bei Georgie noch eines hinterherfügt: Ultra Combo! Ich kann Horror-Reader nur zustimmen und noch ergänzen, dass es dem Protagonisten an Gefühlen fehlt. Der hat aber gar keinen Namen. Ah doch, oder? Hat er einen Namen? Nee, Der Musiklehrer. Protagonist. Hier und da tauchen ein paar auf, aber nur sehr kurz und vor allem extrem merkwürdig geschrieben, muss ich dazu erwähnen. Wodurch er eher gelassen als verängstigt wirkt. Löschantrag unterstützt. Ne, er hat doch geschrieben, er ist, er, was? Er herrscht verstört. Und kauert sich irgendwie auf der Couch zusammen. Das war schon extrem scheiße. hier fehlt übrigens die Kategorie schockierendes Ende. Weil mit dem Ende hätte ich definitiv nicht gerechnet. Von Anfang an nicht. Ich schon, also ich fand es gut, das Ende. Ich schreibe jetzt mal einen Brief, weil ich gleich sterben werde. Liebe Grüße, euer Muss noch russischer Universitätslehrer. kurz weinen. Als letztes Aber übrigens jetzt, heute. Giant, lass mich mal. Jetzt muss ich dir nur was erzählen, ne? In meinem Büro läuft irgendwas total falsch. Ah, oh, der Alfie. Ey, es ist verrückt. Ich weiß nicht, ob ich mich dann etwas reinsteige, ne? Steiger, ne? Aber ich fühle mich
trotzdem nicht so ganz wohl bei der Sache. Ich kann das verstehen, Alfie. Vor allem, wenn man übrigens so extrem komisch Na? schreibt wie der Kollege. Ich weiß nicht, Na? warum man nicht das Nein, nein, Ganze nein. Lass ausschreibt. mich Das das ist mal merkwürdig. erklären. Okay, Lass es mich okay, erklären. okay, okay, okay. Ja. Ich arbeite bei einer Softwarefirma in einem großen Bürogebäude, Kann es ne? sein, dass es ein guter Job ist und du auch gut bezahlt wirst? Ja, das ist es. Ah. Meine Aufgabe ist es, ne? Ja. Meine einzige Aufgabe, die ich habe, Mails zu filtern, Spam zu löschen und auf Beschwerden zu antworten. Mir ist es da auch erlaubt, sie gleich zu löschen. Also ich Hm. meine, Beschwerden, wer interessiert sich denn dafür? Natürlich, eben sind eh zu schwer nach einer Zeit. In letzter Genau. Zeit müssen wir etwas Geld einsparen, deswegen auch ab und zu Personal gefeuert wird. Logisch, ne? Na, Klar. und da beginnt jetzt auch meine Geschichte, Ah, ist lieber ja super. scheint. Gut, dass wir das vorher ausdiskutiert haben. Vor einer Woche wurde ich zu einem Gespräch in einem Konferenzraum. Ohne Scheiß, kannst du mir mal erklären, warum der Typ nicht bis zum Ende schreibt? Ich sehe da irgendwie keinen Sinn dahinter. Ich glaube, Es sieht schön aus. er hat Absätze nicht kapiert, glaube ich. In einem Konferenzraum im Hauptkomplex unseres Bürogebäudes gebeten. Allein. Allein, allein. Ich ahnte schon, was kommen würde. Oder wer kommen würde. Ah. Ich war mir sicher, dass sie mich feuern würden. Und wie jeder sicherlich reagieren würde, wurde ich wütend. Hat einen Reaction-Channel. Ich hatte stets gearbeitet, war vor einigen Monaten sogar zum Mitarbeiter des Monats gewählt worden. Verdammt noch mal! Und mit dieser Einstellung ging ich auch zum Meeting, Naja, ich gehe mal zu mit dem Meeting, Flugmodus, aber okay. das 3 Tage später stattfand. Er ging aber jetzt schon. Wie sich herausstellte, hatte ich keinen Grund dazu, so wütend zu sein. Ja, vor allem ist er 3 Tage durchgehend wütend. Kannst du mir kurz antworten? Nein, nee, ich bin gerade sauer, Entschuldigung. In dem mäßig eingerichteten Raum erwartete mich nicht etwa mein Chef, auch nicht mein Abteilungsleiter. Weil da bin ich Auf selber. dem Stuhl am Stirnende eines ziemlich langen Konferenztisches saß eine seltsam blasse Katze im Anzug mit einer schwarzen Sonnenbrille Slenderpasta. unter seiner breiten Stirn, Nevermind. die von einer gegelten schwarzen Frisur geschmückt wurde. Siegbert! Ich hatte ihn noch nie so zuvor gesehen und es kam mir so vor, Elvis, als gehörte er hier nicht hin. Du bist keiner von uns. In seiner Gegenwart wurde mir kalt und ich bekam eine Gänsehaut von ihm geschenkt. Creepy. Der Mann schaute von einem Haufen Papier auf, der vor ihm lag, und bemerkte meine Anwesenheit. Herr Lubowski? Fragte er in einer tiefen, monotonen Stimme. War ein bisschen zu euphorisch. Nochmal? Lubowski? Schon viel besser. Hm? Ja, das bin ich. Mir fiel auf, dass ich mich anhörte, wie ich mich fühlte, nämlich wie jemand, dem gerade auf dem Höhepunkt seiner seit Tagen aufgestauten Wut der Wind aus den Segeln genommen wurde. Oder was Setzen anderes. Sie sich bitte. Oder was anderes aufgestaute. Sagte der Mann, der inzwischen wieder auf seine Papiere schaute. Der folgende Dialog ist das, woran ich mich so ungefähr erinnerte. Bin ich, Gedächtnisprotokoll. darf ich der Herr lange Mann im Anzug sein und du Siegbert, bist gerne. Hante? Ja, okay. Guten Tag, Herr Lubowski. Wie geht es Ihnen? Wir müssen die Stimmen ein bisschen verzerren, weil das bei Gedächtnisprotokoll immer so gut soweit. Oh, schön zu hören. Der Mann schrieb etwas auf eines seiner Blätter. Bin ich, glaube ich. Ich nehme Ja. an, Sie haben mich nicht hier bestellt, um zu wissen, wie es mir geht. Er schaute von seinem unstrukturierten Papierhaufen, die teilweise von einem Computer und teilweise von einem Menschen geschrieben worden sein mussten, hoch.
Wobei dieser Haufen genauso groß ist wie der Haufen Mist, den die AfD im Parteitag gemacht hat. Wobei dieser Haufen auch genauso gut von einem Tier hätte stammen können. Würde ich hier Haufen von Tieren. Ach, das ist schön. Nein, natürlich nicht größtenteils. Ist noch weiter, oder? Wie fühlen Sie sich mit der aktuellen Situation in Ihrem Büro? Wie fühlen Sie sich jetzt? In diesem Moment wurde mir klar, dass dies bestimmt eine Art Umfrage sein musste. Ja, natürlich. Richtig ankreuzen und dann gibt's Penis Enlargement Pills umsonst. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Gute Bezahlung bei guten Bedingungen. Nette Kollegen habe ich auch. Nun, das ist ja schön. Der Mann schien für einen kurzen Moment verwirrt, fing sich jedoch schnell wieder und schaute auf seine Papiere. Aha, in Ordnung. Kommen wir zu den ungewöhnlichen Ereignissen in Ihrem Büro. Alfie, jetzt wird's creepy. Ungewöhnlich, ne? Also, ist eigentlich alles im normalen Bereich, bis auf, dass ein Freund von mir letztens keine Lust mehr auf die Arbeit hatte, beschloss sich verrückt zu stellen, wie eine Lampe an die Decke hängt. Wie eine Lampe, bitte. Lampe an die Decke hängt. Und als man ihn nach Hause schickte, eine andere Kollegin ihre Sachen packte, was sie damit argumentierte, dass sie nicht im Dunkeln arbeiten könne. Also, das klingt doch sehr, sehr Creepy. vielversprechend, ja. Ich lachte etwas, um meinen Witz zu unterstreichen. Doch der Mann reagierte nicht mit einem Lächeln. Ey, plumpe Shit. Anmache, ganz ehrlich. Eher schien er noch verwirrter als zuvor. Kann ich verstehen. Es machte sogar den Eindruck, als hätte ich ihn komplett aus dem Konzept gebracht. Also, was ist mit dem Rauschen, das Sie aus dem Flur Ah, nicht schon hören wieder ein und dem Rauschen. singenden Mädchen jeden Abend? Wegen dem wir Können hier sind? wir dieses Rauschen bitte weglassen? Rauschen, singt das Mädchen? Jemand hat das doch mal aufgelassen. Da weiß ich nichts von. Der Mann begann, meine ich natürlich, hektisch seine Papiere zu durchblättern und dann schaute er verloren auf. Und verstört. Sie sind Josef Lubowski? Nein, ich bin Jonathan Lubowski. In diesem Moment wurde mir einiges bewusst. Jetzt macht alles Sinn. In unserer Firma wird nach Nachnamen gearbeitet. Und bei jedem Mitarbeiter wird dann noch der Anfangsbuchstabe des Vornamens davor gesetzt. Bitte erklär uns das nicht, wir haben es verstanden. Erklär es Ich uns zum nicht. Beispiel bin J. Lubowski. Ein Büroblock unter mir arbeitet Stanley, Josef Lubowski, ein ruhiger, aber netter Kerl. Da ich die Einladung via E-Mail bekam, dämmerte mir nun einiges. Na, dämmert einiges allerdings. Wenn zwei den. Oh, ja, zwei denselben Nachnamen und Anfangsbuchstaben wird vor das Ad eine Zahl gesetzt. Meine E-Mail lautet j.lubowski at bigsoftware.com und Josef ist j.lubowski 1 at elvistheking.com. Es gab schon oft Verwechslungen bezüglich unserer E-Mails. Das musste eine solche Sache gewesen sein. Vielleicht Eine ist solche es gewesen sein, Entschuldigung. auch J.Lubowski Ed von Schleck oder so, dann wäre es nochmal an einen ganz anderen gesendet worden. Der Mann schien dies ebenfalls zu begreifen. Wir haben es auch alle kapiert nach dem ersten Satz schon. Dann, nachdem er einen zweiten Blick auf seine Unterlagen geworfen hatte, mittlerweile waren es, glaube ich, mehr als zwei, sah er mich an und entschuldigte sich für das Missverständnis und versicherte mir, es würde nicht wieder vorkommen. Auch gibt es keine Mädchen. Nee, es ist alles Blödsinn. Rauschen auch nicht. Jedoch hielt er mich noch einmal auf, als ich zur Tür hingehen wollte und mit den Worten: Dieses Gespräch Dieses hat nie Gespräch sein. hat nie stattgefunden. Just a prank, Bro, Blitzdingsen. Heute bin ich echt on point mit Prediction, muss ich sagen. Vielleicht soll ich mit Counter-Strike anfangen. Als Ansager. Mit Oder als Ansage, ja. Couch. Als Couch auf jeden Fall. Ich war amüsiert, jedoch immer noch verwundert.
nicht verwundet von dem, was Josef angeblich passiert sein sollte. Den Teil mit dem Verwunden hat Lumanda schon hinter sich. Es ließ mich den ganzen restlichen Tag nicht mehr in Ruhe. In Ruhe. Ich redete mir ein, dass es sicher nur ein Hirngespinst war. Was? Jedoch, wer würde wegen so einer Geschichte extra ein Meeting veranstalten? Aber wer würde wegen, das ist eine schöne Alliteration. Allerdings. Du weißt ja auch, ne? Wäre ich der Konjunktiv, hätte ich mehr Würde. Und wer war Ist dieser mein Mann? Lieblingsspruch. Ich Definitiv. beschloss noch am selben Abend, Josef all diese Dinge zu fragen. Ich suchte seine Nummer und fand heraus, ich suchte seine Nummer heraus und wählte sie. Einklingeln. Ein zweites Klingeln. Ein Klicken. Dann Ein Rauschen. ein Rauschen. Kein statisches mehr. Wie Wasser. Und ich meinte, im Hintergrund noch etwas zu hören. Wahrscheinlich kleine Mädchen. Anfangs war es noch sehr still, doch irgendwann begann es sich zu einem klaren Geräusch zu manifestieren, einem singenden Mädchen. Wahrscheinlich nicht so, aber. Mir lief ein Schauer vom Rauschen des Wassers über den Rücken. Gar nicht mal so schlecht. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Auflegen? Ich war im Moment auch da zu verstört dazu. Da würde das Verstörte. Und seit diesem Tag, oh Gott, wenn es damit aufhört. Und seit diesem Tag abends, wenn ich alleine im Büro sitze, höre ich das Rauschen und das Kinderlachen. Na und? Es wird von Mal zu Mal lauter. Und inzwischen kann ich es nicht mehr auf meine Fantasie abschieben. Mit einer Menge Fantasie. Gestern ging ich durch den Hauptkomplex und hörte es wieder. Es kam aus dem Konferenzraum, in dem mich der komische Mann im Anzug empfangen hatte. Und als ich mich der Tür näherte, wurde mir auf einmal ganz kalt. Hey, ich will wissen, wie es weitergeht. Da fehlt auf jeden Fall die Kategorie antiklimatisches Ende. Ich überlege, Schockierendes Ende, würde ich nee, sagen. wegen kalt. Antiklimatisch. Klimawandel ist ein großes Problem. Vielleicht sollten wir über fossile Brennstoffe nachdenken. 3 Kommentare haben wir hier. Und oh, Marconiak. Marconiak, wir wissen, was du getan hast. Wir wissen, was du letztens auf dem Creepypasta-Forum geschrieben hast, um genau zu sein. Ey, das wäre eigentlich eine gute Idee für eine Pasta. Direkt mal beantragen später. Ich weiß, was Marconi letzten Sommer getan hat. Letzten Sommer geschrieben hat. Nie getan hat, ne? Und dann baut man das eben so leicht auf, sagt, nichts ahnend, setzte ich mich an den PC, öffnete die Pasta, wie hieß sie noch gleich? Kanal 666. War das der oder? Nee, wilder Anal, Kerl. wilder Kerl. Wolltest du gerade Anal 666 sagen? Nein. Das ist ein ganz anderer Channel, den ihr nicht auf YouTube finden werdet. Jetzt google Oh! ich das Wie mal. wär's denn aber mit Kanal Telemedial? Den gibt's sogar auf YouTube. Sind super Schwaben darunter, habe ich gehört. Und? Es gibt Anal 666 auf YouTube. Ja gut, ich meine. Und da steht jetzt Warten auf Heiße Singles in deiner Samet Nachbarschaft. Kaplan, 16. Dezember 2017 beginnt der Livestream. Mit Kaplan anal, oder was? Ich, ja, gut. Und seine Missverständnisse genannt, Ministranten. So gut, Löschantrag unterstützt, Löschantrag, aber gute Geschichte, der sagt Marconiak und der andere sagt Löschantrag, voll geil. Leider finde ich schade, dass in dem Fall, also sowohl hier als auch bei Kanal Telemedial, Kanal 666 von der letzten Pasta, haben irgendwie diese Windschübe noch gefehlt, finde ich. Ansonsten hätten wir, und ich habe ja Wilder Kerl hat es auch gefehlt, ansonsten hätten wir ein ganz gutes Theme eigentlich heute gehabt. Wir hätten auch ein Rauschen nehmen können. Ja, aber das Rauschen war, ja, bei Ventilator, Pokémon Süß und süße Freiheit, und ich glaube, bei Wilder Kerl war es auch nicht mit dabei, allerdings. Ah, das war gut eigentlich. Pokémon Süße Freiheit und Ventilator hatten beide diesen Luftstoß,
weil der Kerl war einfach nur Arsch und Kanal 666 und mein Büro hat ein Rauschen. Also, ich vertrag. Nee, nee, Chain, die Pasta, wilder Kerl vom McCormick, nee. Hat mich jetzt aufgeregt. das scheint aber mittlerweile übrigens wirklich so das neue Schwarz zu sein, sage ich mal. No pun intended zur ersten Pasta. Also das Rauschen zumindest, weil ich glaube, sowohl Kanal 666 als auch in meinem Büro, ich schaue mal kurz nach. Ja, bei beiden fehlt die Kategorie schockierendes Ende und beide wurden vor kurzem erst hochgeladen. Das heißt, vielleicht haben wir, nachdem wir Slender hatten, jetzt vielleicht das neue Nonplusultra, das in jeder Trashy-Pasta drin sein muss, und zwar Rauschen. Ja, Rauschen, ne? Deswegen auch das Rauschen von meinem Mikrofon im Discord. Könnt ihr nicht wissen, weil das war vor der Aufnahme. Siehst du? Ja, hin und wieder hat's gerauscht und ich dachte, ich hatte schon Angst. Ich wollte schon eine Creepypasta darüber schreiben. Aber jetzt hat sich es leider gelegt. Und damit, liebe Zuhörer, Liebe Gemeinde. Zuschauer, liebe Gemeinde, die sich heute hier versammelt hat, heute an diesem schönen Abend. Oder morgen. Beenden was? Nee, beenden was. Nee, Oder morgen. Mittag. Wer sich Creepypastas von uns, Trashypasta von uns am Morgen anhört, der die Kontrolle über sein Leben verloren. Wer die sich generell anhört, hat die Kontrolle verloren, glaube ich. Also ich glaube, das stimmt mir auch wieder zu. Jeder, der dich die, der sie, sie, jeder, der sich Da diese hat es Folgen verkackt. bis In zum diesem Ende. Kontext, Dankeschön, lieber Alfonso, für die kleine orale Spast mir hier. Hat sich sehr schön selber ins Aus katapultiert. Dankeschön, liebe Gemeinde, fürs Zuhören natürlich. Und wir hören uns vielleicht verstört, je nachdem, wie weit wir kommen demnächst, bei der nächsten Ausgabe von Trashy Pasta, dem wohl trashigsten Pasten auf ganz YouTube. Wenn ihr denn wollt. Tschüss. Wenn ihr denn wollt. Lieber wieder. Tschüss. L wieder, liebe Freunde. Tschüss. Noch ein Kuss. Danke.